Hallo zum Sport am Freitag mit Tennis und Fußball. Die Damen des TV Reutlingen haben ja, wie berichtet, als Aufsteiger die Saison in der Regionalliga am Ende mit 4:6 Punkten auf Rang 4 beendet. Nach der langen Wettkampfpause ging es Ende Juni wieder los. Ich kam ja aus den USA und dann diese lange Pause, die war halt dann schon ein bisschen traurig. Und dann bin ich aber relativ schnell wieder ins Training eingestiegen. Und natürlich fehlt dann natürlich die Routine, aber mit jedem Training, mit jedem Ball, den ich gespielt habe, wird man halt da auch wieder besser. Und ja, es macht auch immer mehr Spaß, da wieder auch ein bisschen Punkte zu spielen. Und jetzt war ich echt froh, dass wir halt doch noch die Saison spielen durften. Ja, an sich sind wir ja auch dankbar, dass wir überhaupt spielen durften, weil es sind ja auch viele Vereine, die auch zurückgezogen haben. Und wir haben es auch gemerkt, dass auch die Turniere davor gefehlt haben. Einfach diese Übung, die Praxis und dann starten wir los und dann heißt es, ja, jetzt geht es um Punkte. Und dann muss man sich erstmal wieder einfinden. Von dem her sind wir wirklich dankbar, ich glaube, alle von uns, dass es die Möglichkeit gab. Und auch sonst, glaube ich, alle Vereine sind doch gut damit umgegangen und haben versucht, auch immer aufzupassen, dass es auch alles passt. Ja, wir sind froh, dass sie gespielt haben. Es war auch relativ klar, dass sie es machen werden. Die Spieler haben uns auch angefragt, sie möchten unbedingt. Und nachdem auch klar war mit Corona-Auflagen, dass wir die erfüllen können und auch die Sicherheit gewährleisten in der jetzigen Zeit, sind wir zufrieden mit allem und haben auch die richtige Entscheidung getroffen. Gemeinsam mit Trainer Daniel Stöhr war Linzenbolz auch nach dem Ausscheiden von Rainer Renz für den Kader der Herren in der zweiten Bundesliga verantwortlich. Doch die Saison wurde bekanntlich bereits Mitte April abgesagt. Also ich habe mich gefreut auf die Saison, es wäre meine erste gewesen. Wir hatten einen richtig guten Kader zusammengestellt mit vielen jungen Spielern aus dem Ausland, aber auch aus dem eigenen. Also Nico Hornicek wäre unser Aushängeschild gewesen, der ja bei den Knaben uns gespielt hat, aus Metzingen kommt ursprünglich und schon lange bei uns im Verein ist. Das war ein bisschen enttäuscht natürlich, aber wir können es absolut nachvollziehen, da bei der Bundesliga man viel Auslandsspiele einsetzt, Reisebeschränkungen und man weiß nachher nicht, wie tritt ein Team an. Man hätte vielleicht darüber nachdenken können, ob man auch so eine Art freiwillige Runde stattfinden lassen kann mit vielen Deutschen, wie ich ja gesagt hatte, schon für die Regionalliga. Sehr wichtig für unsere Spieler und wir hätten auch viele Deutsche gehabt, viele junge Gute, die sicher Lust gehabt hätten, auch dort zu spielen. Der Sommer ist ja noch lang. Was steht nun noch auf dem Programm? Nachgefragt. Ja, also ich habe schon in Aussicht, dass ich ein paar Turniere spielen werde, um einfach wieder eine Rangliste zu bekommen. Aber es ist halt gerade ein bisschen unvorhersehbar und bei mir ist ja noch offen, ob ich in die USA wieder zurückreise im August. Und deshalb lasse ich mich einfach überraschen und mal sehen, was so kommt. Turniere ist auch immer schwierig. Man weiß halt nicht, wer sagt noch ab, was findet noch tatsächlich statt. Viele Turniere wurden jetzt abgesagt. Manchmal muss man auch weiter weg reisen. Ja, genau, also da muss man immer so ein bisschen wahrscheinlich auch ein, zwei Wochen davor noch gucken, findet es noch statt oder nicht und wie die Entwicklung dann ist. Aber ja, gucken wir mal, hoffen wir, dass doch ein bisschen was noch stattfindet, um auch ein paar Punkte zu sammeln und nochmal ja, diese Normalität einfach zurückzukriegen. Genau, also die Spiele werden wieder auf Turniere gehen, selbstständig. Die hoffen natürlich auch unsere Guten, dass wir die Profiturniere langsam anfangen werden, dass sie da erst Weltranglistenpunkte holen können, aber sonst viele deutsche Ranglistenturniere für die Spieler. Wir selber werden im Winter wieder einsteigen in unserem Ranglistenturnier. Ansonsten einfach einen sportlichen Ablauf wieder dann bringen. Wir müssen auch warten, was unsere College-Spieler alle machen, ob die nachher hier bleiben müssen, ob wir für die das Training dann organisieren, damit sie dann weiter sich entwickeln können oder ob sie zurückgehen. Also wir schauen gespannt in die Zukunft, was passiert. Und dann geht's im Sommer hoffentlich weiter mit den Damen in der dritthöchsten und den Herren in der zweithöchsten Liga in Deutschland. Die Jungs des TVR haben ja auch schon mal erste Bundesliga gespielt. Erste Liga finde ich schön für die Spieler, also natürlich ein tolles Ziel. Damals Manko finde ich ein bisschen diese Vierermannschaft, ist immer ein bisschen dann gegen dieses Jugendaufbauen, dass die eingeschätzt werden können. Deswegen oben mitspielen auf jeden Fall. Zielaufstieg werden wir nicht ausgeben, auch nächstes Jahr nicht. Und dann am Ende gucken, was passiert. So sieht's aus und weiter geht's mit Fußball. Auch da haben wir uns am Rande des Blitzturniers in Pfullingen bei unseren Teams umgehört. Es war ja keine einfache Zeit nach dem Saisonabbruch im März. Ja, es war natürlich schon was anderes. Wir sind ja ständig mit den Jungs in Kontakt gewesen, also über Videocalls. Unsere Spieler haben dementsprechend dann auch Trainingspläne bekommen. Wir konnten aber natürlich nichts mit Ball machen, ist ja logisch. So waren die Jungs halt immer auf der Bahn unterwegs, im Wald und haben ihre Läufe gemacht. Dann haben wir noch
so Stabi-Programme dann noch mit auf den Weg gegeben. Und ja, man hat halt einfach versucht, dass man den Kontakt nicht abreißen lässt. War keine einfache Zeit, auch für uns nicht als Fußballer. Aber ja, da mussten wir jetzt alle durch. Und ja, da gibt es auch andere Themen wie Fußball. Und für uns war es schwierig, aber es gibt auch andere schwierige Themen, wo der Fußball eigentlich nur das Zweitwichtigste dann vielleicht ist. Ich glaube, dass der Verein für die Situation sehr gut durch die Krise kam. Sieht man, dass der Verein sehr homogen, sehr gut gewachsen und strukturiert ist. Die Mannschaft hier eine hohe Verbindung zum Verein hat und deshalb glaube ich, dass wir relativ gut mit der Situation umgegangen sind. Ja, das ist natürlich alles zäh, klar, aber wir haben es hingekriegt. Die Jungs haben dann individuelle Trainingspläne gehabt dann am Anfang und dann durften wir ja wieder einmal in der Woche trainieren. Das haben wir dann auch gemacht und von dem her haben wir die Zeit dementsprechend auch überbrückt und dann hat man halt vielleicht auch mal Zeit gehabt für die Sache, die man vielleicht vernachlässigt hat wegen dem Fußball dann auch. Von dem her, wir haben es hingekriegt, war eigentlich relativ trotzdem kurzzeitig jetzt das Ganze, aber jetzt sind wir schon froh, dass es auch wieder losgeht. Ja, wir als Spieler haben ein Programm gekriegt vom Trainer, das haben wir absolviert und haben uns so fit gehalten. Ja, und wir haben halt abwarten müssen, in welcher Liga es für uns weitergeht. Wir sind jetzt froh, dass wir nochmal in der Regionalliga starten dürfen. Und da bereiten wir uns jetzt auch drauf vor. Jetzt insgesamt die Zeit so, jetzt als Spieler auch jetzt seit dem Abo ist jetzt doch eine Ecke her. Ihr seid jetzt wieder im Training, allerdings mit Einschränkungen, klar, das Ganze. So aus Spielersicht ist es so okay abgelaufen oder war es dann doch ein bisschen nervig dann zeitweise? Die Corona-Zeit jetzt oder jetzt, ja, wo wir wieder trainieren? Beides, also Corona-Zeit. Ja, in der Corona-Zeit war es halt schwierig, weil man halt einfach lange nicht wusste, was passiert. Man hat sich da jeder halt so ein bisschen fit gehalten in der Erwartung, dass es demnächst wieder losgeht. Und dann ging es halt nicht mehr los. Ja, und jetzt war es genauso zum Trainingsauftakt nach 3-4 Monaten. Auch wenn es mit Einschränkungen war, war jeder froh, dass es wieder losging. Ja. Die Personalplanungen laufen derzeit. Einige Spieler wurden bereits verpflichtet. Andere haben den Verein verlassen, wie in jedem Sommer. Der Stand am Samstag. Wie sieht's da aus? Wer kommt noch? Wer geht vielleicht noch? Gehen glaube ich eher nicht. Bisher sind 5 gegangen, 5 gekommen, sind ein bisschen jünger geworden und bin momentan echt relativ zuversichtlich, dass wir da uns entwickeln können, was ja für uns eine der Hauptaufgaben ist. Wie würdest du das einschätzen? Du bist ja auch schon eine Weile dabei. Ihr habt zum Beispiel Nils Schuren, Kapitän verloren, Patrick Laubler als Stürmer vorne drin, aber auch ein paar Neuzugänge, jetzt wie Simon Klostermann, der jetzt auch 2 Kisten gemacht hat. Also personell, seid ihr da gut aufgestellt? Ja, ich denke, personell haben wir gut nachgelegt. Klar, mit Nils und mit Patrick Lauble haben wir gute Leistungsträger verloren. Aber die jungen Spieler, wo jetzt gekommen sind, die haben auch was drauf. Und da gucken wir jetzt, dass wir die kompensieren können. Also momentan brauchen wir natürlich noch einen Torhüter. Wir brauchen noch einen weiteren Mann auf der Torhüterposition. Ansonsten muss man jetzt auch erstmal abwarten, was jetzt nächste Woche dabei bei der Jahreshauptversammlung, was da dabei rauskommt. Und ja, wir haben 40 Spieltage, ja, oder 40 Spiele, 42 Spieltage und das ist nicht ganz einfach, dann mit 25 Mann durchzukommen, beziehungsweise aktuell 24 Mann. Wir haben ja den U19-Torwart hochgezogen, den Tim Zimmer, und von daher müssen wir eigentlich schon gucken, dass wir da noch ein bisschen nachlegen. Also ich glaube, es ist immer schwer, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube 10 Neuzugänge hat und auch 10 Abgänge, so gefühlt zumindest. Da geht es halt dann erstmal darum, die Jungs zu integrieren und irgendwie sich als Mannschaft zu finden. Aber ich bin da schon ganz zuversichtlich. Wir haben ja insgesamt, sind wir glaube ich gut aufgestellt, auch mit Trainern, Betreuern, dass wir da ordentliche Vorbereitung hinlegen können. Genau, und ich erwarte ja auch eine Mammut-Saison mit richtig vielen Spielen. Dann auch noch Pokal geht es ja dann schon dann los am 8. August. Also da ist auch jeder gebraucht und gefordert. Ja, das ist auf jeden Fall für jeden natürlich neu. So eine 42-Spiele-Saison plus Pokal. Aber da wird es halt wichtig sein, dass man da die Reize zu den richtigen Zeitpunkten setzt und auch genug Zeit hat, sich, wenn es denn auch geht, irgendwie zu erholen. Genau, der Schritt von dir, vom TSV Grafenberg hierher, Verbandsliga, ist ja schon großer, aber es scheint ja zu passen, oder? Ja, passt bis jetzt. Ja, also habe mir natürlich nicht gedacht, dass es so ein Auftakt für mich wird. Erste 10 Minuten, 2 Tore, aber feiere ich natürlich, finde ich richtig geil und ich hoffe, dass es so weitergeht. Insgesamt, was habt ihr euch so vorgenommen jetzt durch die Zeit? Weil ist halt gar nicht einfach alles, aber ihr müsst jetzt einfach das Beste draus machen und dann eben gucken, da, wie sich das dann auch dann sortiert, damit in den nächsten Wochen, damit es wieder losgeht, ist ja noch ein bisschen hin. Ja klar, jetzt einfach Vorbereitung durchziehen, gut trainieren, die Taktiken und alles einüben und dann schauen, wann die Liga losgeht, ob alles passt und dann
Gas geben. Beim VfL sind die Planungen laut Trainer Michael Konietzny bereits abgeschlossen. Bleibt noch die Frage nach den Zielen für die kommende Runde. Ja, ich glaube, bei uns ist sehr wichtig, dass wir uns immer verbessern, entwickeln. Und wenn uns das gelingt, haben wir Chance auf den Klassenerhalt. Aber das ist schon wichtig, dass wir kontinuierlich besser werden. Ja, wir freuen uns drauf, dass wir nochmal Regionalliga spielen dürfen und geben alles dafür, dass wir dieses Jahr besser abschließen wie letztes Jahr. Was will man denn vom SSV erwarten? Es war noch ein bisschen früh, aber ihr wollt ja schon eine gute Rolle spielen dann in dieser Oberliga, wenn es dann wieder losgeht dann Ende August. Also definitiv. Also wir haben natürlich schon auch einiges vor. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Also wir haben ja den Altersdurchschnitt von 23,8 auf 22,6 reduziert und sind sehr junge Spieler, aber gut ausgebildete Spieler. Und wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir in den 7 Wochen Vorbereitung, dass wir da einfach gut miteinander arbeiten, dass wir uns gut vorbereiten. Ich bin eigentlich zufrieden, auch mit den ersten 2 Wochen, wo wir jetzt trainiert haben. Da sieht man schon, dass die Jungs ein gutes Potenzial haben. Aber natürlich fehlt es dann auch noch an der einen oder anderen Stelle. Und trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir da einen Fußball spielen, der aber hoffentlich dann auch erfolgreich ist. Ja. Am Ende des Tages geht es um Ergebnisse, das weiß ich. Jetzt war noch ein bisschen früher, aber so ein bisschen weiter nach oben darf es schon gehen in der neuen Runde, oder? Tabellenmäßig oder leistungsmäßig. Also, ja, ich denke schon, also man sollte nie den Blick nur nach unten richten, das ist klar. Aber wir werden jetzt nicht den Fehler machen und sagen, hey, wir wollen hier ganz vorne mitspielen. Uns geht es, glaube ich, erstmal darum, dass wir unsere Sache ordentlich erledigen und alles andere wird man dann halt sehen. Was können wir denn rechnen beim VfL so in dieser Verbandsliga-Runde? Was meinst du, wo wird die Reise hingehen so grob? Kann ich so nicht sagen, weiß ich auch nicht, was so ungefähr die Vorstellungen von unseren Trainern sind. Natürlich wollen wir die Klasse halten, das ist natürlich das oberste Ziel wahrscheinlich, aber sonst einfach mal gucken, was geht, die neuen Spieler reinführen, gutes Team formen und dann, ja, einfach schauen, was sich ergibt. Wo geht denn die Reise hin mit dem VfL? Wie ist er denn aufgestellt? Was habt ihr denn so vor jetzt? Dann geht er dann los mit dem Pokal und dann die Runde, glaube ich, 22. dann in Wacken. Ja, klar. Also wir schauen, dass wir die Klasse halten natürlich. Alles andere wäre, glaube ich, auch utopisch. Wir haben eine junge Truppe. Wir haben natürlich schon auch Spieler jetzt verloren, die auch Qualität hatten. Haben jetzt aber natürlich gute Junge mit Qualität auch dazu gekriegt. Da müssen wir jetzt halt gucken, dass wir in der Vorbereitung das ganze Team wieder gefestigt kriegen. Und dann wollen wir natürlich mit aller Gewalt die Klasse halten und dann im darauffolgenden Jahr auch wieder Verbandsliga zu spielen. Als erstes geht es in der Verbandsliga und in der Oberliga los, genauer gesagt am 22. August, Anfang September dann in der Regionalliga Südwest. Zuvor stehen noch einige Pokalspiele an. Wir bleiben für Sie am Ball und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.